hier hinbauen. Na, die ist 1 zu breit. Ups. So, hier eine Brücke hinbauen, die nach... Genau, hier hochgezogen wird. Aus Gabbro-Blöcken. So. Designation. Hier kommt noch ein Stairway hin. Und zwar Upward Stairway. Hier. Und drüber kommt ein Downward Stairway. Oh, das war ein Downward. Ups. So, ein Upward hier und ein Downward hier. So. Gut, Upward wurde gegraben, Downward auch. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die Brücke, dann können wir die ganzen... die ganzen Ramps entfernen. Genau. Wird die Brücke auch schon konstruiert? Ja, scheint so. Die Leute sammeln auf jeden Fall hier Zeug ein. Was machst du hier drüben? Store Item in Barrel. Sehr schön. Da liegen wahrscheinlich so viele Pond Turtles, dass in einem Barrel gar kein nichts mehr rein, nicht mehr alles reingeht. Jupp. Ja, und da kommt wahrscheinlich der Zwerg, der unsere Brücke baut, oder? Ja. Sehr gut. Needs Mechanics, sind die noch beim... Nö. Gucken wir mal kurz, was machen unsere Mechaniker. Hauler, Mason, Mechanics müssten rot sein. Ach, sie sind auf der Party. Okay. Das wird es wohl erklären. Gut, die Sachen hier sind schon mal ausgehüllt. Also können wir... schon mal wieder unseren lieben Dump-Befehl geben. So. Und so. Und wie immer so. Sehr gut, das wird dann jetzt hoffentlich alles abgeholt. Gucken wir mal kurz in unsere Minen runter, die ich jetzt mittlerweile freigelegt habe. Ah, hier ist gar nichts. Hier ist absolut gar nichts außer... Was ist das? Das müsste wieder Rock Crystal sein. Ja. Rock Crystal und Türkise. Mehr haben wir hier wirklich nicht. Aber wenigstens haben wir jetzt gar keine Eidelzwerge mehr, weil sie die ganzen Steine wegschleppen. Sehr gut. Der Well wird hoffentlich auch gebaut. Naja, wir können schon mal sagen, Designation Z. Remove up downstairs. Hier in dem Bereich. Könnte sie schon mal removen. So. Wieder ein Zimmer voll mit Miasma. Das macht mir gar nichts aus. So, die Wand ist auch gesmoothed. Also Designation. Car Fortifications. Hier bitte. So. Steine werden weggeschleppt. Rampen sollten entfernt werden.
Ein X-Bow geht zum Archery Practice, auch gut. Und die Leute schleppen Steine weg. Und einer schleppt Mechanismus an, habe ich gerade gesehen. Vielleicht wird jetzt endlich mal der hier konstruiert. Auf jeden Fall baut einer die Brücke. Und überall liegen Steine rum. Ja. Die werden aber langsam aber sicher entfernt, glaube ich. Mhm. So, ein Mason ist fleißig dabei, Fortifications zu machen. Und ich glaube, die Brücke wird gerade gebaut. Sehr schön. Jawohl. Gut, dann Lever to Bridge linken. Jupp, genau zu... Wie viele Brücken haben wir denn? Oh ja, genau, zu dieser Brücke. Bitte den Lever linken. So, dann können wir in der Designation auch diese Up and Down, diese Stairs removen, diese hier removen. Oh, und ich glaube, das hier sollten wir wegnehmen. So, nicht, dass da aus, dass die Treppe weggemacht wird. Sehr gut. Also ja, sobald unsere X-Bower, die gerade nichts zu tun haben, wer ist denn nicht im Dienst? Ja, X-Bow 2 scheint nicht im Dienst zu sein, oder? Gucken wir mal kurz. Schedule. Current ist. Sind die also nicht im Dienst? Okay. Und hier liegt so viel Essen in den Zimmern. Plum Payment, Prepared Dog Zeug. Ich glaube, das ist alles Zeug von denen, die gerade in den Dienst berufen wurden. Liegt das Zeug da noch rum. Vergammelt dann schön langsam und sie werfen es dann weg, sobald sie aus dem Dienst zurück sind. Gut, macht die Arena mal steinfrei. Ah, die sind jetzt hauptsächlich wahrscheinlich mit dem Dumpen beschäftigt. Aber das mit unserem Stockpile funktioniert wenigstens gut. So, der Brunnen wird gebaut. Jetzt braucht der Brunnen einen Mason. Brücke wird auch verlinkt. Also ja, wir könnten theoretisch das hier, die beiden Stück Wände noch wegmachen, hier noch einen Channel reinmachen, das ist ja kein Problem, hier ist ja Platz dazwischen, sozusagen, und hier noch eine Brücke drüber bauen, die wir im Notfall von unserem Essensgebiet, von unserem Speisesaal aus zumachen können, oder die halt immer dann immer zu ist, außer wir brauchen halt die Arena. Obwohl, das sollten wir offen lassen und nur im Fall einer Belagerung gegen zu machen. Und unser Brunnen ist fertig. Und active. Sehr schön. Dann sollte ich die Zone mir mal schnappen und sie Endwater sourcen. So, kann ich Order sagen? Activity Zone Orders? Naja, okay.
Ah, ich weiß schon, wie ich das machen muss. Ich muss hier eine neue Zone deklarieren. Nein, die kann, da kann ich nur einen Pitpond draus machen. Okay. Dann bleibt das halt unsere Wasserquelle. So. Ich kann ja mal kurz in die Stocks gucken nach Liquid Water. Stagnant Water. Überall. Zoom. Super, das ist das Wasser in Murky Pools. Stocks. Ich würde eigentlich gerne nach Drinks gucken. Achso, das sind nur die normalen Drinks. Oh, und uns geht langsam der Dwarfenwein aus. Also Küche. Dup, 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 dup. Plump Helmets und Pigtails bitte wieder nicht verkochen. Verbrauen bitte. So. Mal kurz gucken. Pause wegmachen. Wird hier überhaupt noch gekocht? Ja, hier wird gekocht und hier wird Trinken gebraut. Sehr schön. Das heißt, die Vorräte schießen wieder in die Höhe. Was ich gut finde. Ihr könnt ruhig mehr Barrels hier benutzen, Leute. Ihr müsst nicht die ganzen Roasts hier offen rumliegen lassen. Ich glaube, wir haben zu wenig Pots, hä? Obwohl. Du da müsstest, Take from a Pie Workshop. Take anywhere. Take from links only. Take anywhere. Give to a Pie Workshop? Nö. Aber normalerweise müsste sie das Mehl auch in Fässern und Pötten unterbringen und nicht so lose auf die Stockpiles werfen. Ah, ich hoffe mal, dass das durch die Party irgendwie passiert ist. Und dass das irgendwann eingesackt wird. Wenn hier die Steine zum Beispiel mal weggeräumt sind. Und warum fühlt sich eigentlich keiner angesprochen, die Rampen wegzumachen? Das verstehe ich nicht so richtig. Ich meine, das sind ja keine Aufgaben, die suspended sein können oder sowas. Es ist einfach eine Designation. Oder sind alle da zu sehr damit beschäftigt zu dumpen? Ist auch eine Möglichkeit, dass alle zu sehr mit dem Dampfen beschäftigt sind. Aber langsam lichtet sich ja das Ganze. Und wir haben mal wieder kein Plump-Habit-Spawn mehr. Aha. Gucken wir mal kurz. Kitchen. Ja doch, wir haben noch ein bisschen. Aber Pigtail geht uns langsam aus. Dafür haben wir aber auch... Wie viel Pigtail? Sehr, sehr viel. Ach nee, Pigtail nicht, Dimple Cup. Okay, wir schwimmen in Seeds. Und ja, es ist vielleicht manchmal keine so gute Idee, die Zwerge hier zum Steindampen anzutreiben.
Aber hey, jetzt kommt endlich mal eine und fängt an, Rampen zu removen. Wenigstens etwas Positives. Und ja, wie ihr merkt, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur auf den Bau der Arena, weil viel anderes können wir auch nicht machen mehr, glaube ich. Gut, wir könnten mal in die Schmiede gehen. Hier. Und sagen, mach mir ein paar Eisenspäne. Ups. Nö, das kann ich eigentlich auch über den Jobmanager sagen. Forge Iron Spear. 5 Stück. So. Weil eigentlich wollte ich ja noch einen dritten Trupp mit Speeren aufstellen.